Hi, ich bin's, Gustav mit F und heute will ich einfach nur richtig abgehen. Also mal wirklich, weißt du, ich mache immer so Challenges und es macht ja auch viel Spaß, ja. Aber ich will ja auch mal so auf, ne, High-Kill-Game gehen oder so. Ja, ich muss es immer wieder neu bemerken, ich muss das Spiel einfach gerade mehr oder weniger neu lernen. Weil ich komme in Nahkämpfen gar nicht mehr zurecht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Manche denken, es ist nur bei der Shotgun oder halt nur Shotgun und Sniper. Aber alle Waffen haben jetzt ein, so ein Problem am Anfang, dass sie nicht sofort losschießen. Und meine Fresse, ich komme damit nicht klar, Mann. Ich ziele die ganze Zeit in falschen Momenten auf Leute. Keine Kisten, ja. Okay. Das hab ich auch. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel verlangt. Das ist halt, ehrlich gesagt, das ist ultra anstrengend für mich. Das war gemein, ne? Ich glaube, da oben drauf ist einer. Ich bin gerade nicht für Späße aufgelegt, wie man merkt. Ups. Ja, natürlich trifft er mich. Da drin ist noch einer. Headshot-Monster! What the fuck? Okay, er hat jetzt einfach noch so eine. Absolutes Headshot-Monster. Einfach reingehen, beiden Headshots verteilen. Let's go. Macht mich fertig, Mann. So, da vorne steht einer. Ah. Shit, Mann. Das war schwer, den zu treffen, weil er so weit weg war. Und natürlich, weil er sich bewegt hatte vorher. Ah, da. Wen greife ich zuerst an? Ja, der rechte von denen hatte kein Schild. Also greife ich den an. Wenn das keinen Sinn ergibt für dich, dann sorry, Bro. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Hängt der hier irgendwo an? Läuft. Irgendwo hier ist aber trotzdem der Weltenwandler oder wie der auch heißt. Ich vergesse immer, wie der heißt. Der, also, ich glaube nicht, oder er wurde getötet, das kann natürlich sein. Dass wir da reingerannt sind und beide Headshots geholt haben. Ach, da ist einer. Okay. Hat er wohl nicht gedacht, dass ich auch einen Sniper haben könnte. Warum rennt er vor seine Gebilde? What? Okay, ich push den einfach mal. Er scheint ja Sinn ergeben, zu ergeben. Auf die Entfernung, ne? Ich meine, es waren natürlich nur 26 Schaden, aber... Let's go. Oh... Ich glaube, ich bleibe bei der Konstellation, aber es ist echt schwer, nicht die Impulsgranate zu nehmen. Es hat einfach nur geil mit so Shotgun und so. Das ist wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch noch Sniper, die will ich auch nicht weglassen.
Na, bra. Muss ich so nehmen. Okay, 7 Kills, das ist gut. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass der eine Typ tot ist. Hey, Shotgun ist halt einfach immer noch das... Keine Ahnung, wenn du das beherrschst, dann läuft's halt. Und das ist eine der schwersten Sachen. Und vor allem wegen den neuen Verzögerungen. Oh Gott, alle Waffen haben Verzögerungen. Die sind zwar teilweise sehr langsam, aber die haben alle Verzögerungen. Und ich finde das... Es ist halt einfach, man muss sich dran gewöhnen, sagen wir es so. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie voll dumm ist und voll schlecht ist oder sonst was. Das ist einfach so ein krasser Wechsel, meiner Meinung nach, dass ich teilweise einfach wirklich, ich bin halt hilflos. Du hast halt einfach, ich hab ja Muscle Memory, ich hab ja, in meinem Kopf weiß ich ja quasi, wann ich wie, machen soll. Und dann klappt das aber halt einfach nicht, weil dann, wenn ich eigentlich schießen würde, macht die Waffe noch gar nichts. Und dann zieh dich genau in dem Moment natürlich perfekt auf ihn, sagen wir mal. Und dann drücke ich ab, es passiert nichts. Die Waffe schießt, keine Ahnung, 200 Millisekunden später. Achso, ja. What the f... Okay, solche Gegner gerne mehr. Was war das denn? Wie viel hat der noch? 3 Stück, nice. Hast du auch was abgebaut? Yeah! Er hat auch sogar was abgebaut. Da sah ich nicht schnell. Oh, mein Sniper-Schuss hat... Okay, der ist ja gerade gesprungen. Oh, ein bisschen schwer zu berechnen, was er macht. Willst du mir jetzt sagen, das war der Typ aus Salty? Nee. Als ob der irgendwen in Salty getötet hat. Das glaube ich niemals, Mann. Das glaube ich niemals. Okay. Oh, davon ist einer. Ich glaube, ich gehe einfach mehr oder weniger sofort auf Nahkampf. Okay, ich bin aber schon hier oben. Oh nein, da war es schon wieder. Ich habe halt einfach versucht zu schießen, als die Waffe selber noch nicht bereit war, weil ich natürlich gewöhnt bin daran, was sie eigentlich macht. Eieiei, ein bisschen anstrengend, Mann. Ja, da hat ja dein Porterford aber ungefähr gar nichts gebracht, weil ich schon oben war. Aber ist cool, ist cool, ist cool. Danke für dein Porterford. Ich werde natürlich nicht hier drin bleiben, ich finde Porterfords nicht gut, muss ich zugeben. Es ist einfach zu groß. Dadurch, dass die so weit nach außen schwenken, hast du halt 3 Felder in jede Richtung. Komm, wenn ich hier jetzt jemanden gucke, ja, ich kann quasi nicht hören, dass jemand hier oben sich hochbaut, weil das so weit weg ist. Und das ist, nee. Porterfords sind nicht so stark, wie manche denken. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ja, Double Shotgun spielen ist halt immer noch sehr stark. Aber ganz ehrlich, hochbauen, die Shotgun ziehen, schießen, ist für mich gerade fast ein Eigentor manchmal. Weil ich rechne einfach noch immer noch nicht damit. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt 6 Monate lang gespielt oder so und habe immer die gleiche Shotgun-Animation gehabt, die immer gleich schnell schießt, ne? Und dann auf einmal so, ja, nee. Für was wollen die? Was wollen die dafür? Holz. Na komm. Machen wir mal. Ich finde das mit den Tränken kaufen immer noch, oder mit den Sachen kaufen immer noch cool. Die Automaten sind echt nice. Woher? Oh nein, aus Tilted. Warum habe ich das nicht gesehen? Da kommen natürlich die Leute her. Da muss ich hin. Was ist mit mir los? Natürlich kommen die von da. Guckt euch das an. Was sollen die sonst machen? Ich meine, klar, vielleicht kommt noch irgendjemand von da, aber die meisten Leute werden ja wohl aus Tilted kommen. Da habe ich ja noch gar keinen Kontakt zu gehabt bisher. Wow, hier läuft man ganz schön offen rum. Das ist mir ein bisschen zu offen. Ein bisschen. Okay. Das wird spannend. Okay, der Berg da ist halt drin, ne? Das ist schon was anderes. Es ist nicht so, dass ich den Berg mal ebenso erklimmen kann mit meinen wenigen... Oh, okay, hat's erledigt. Nice. Also, ich werde das Ding nicht benutzen, um da hochzukommen. So weit kommt's noch. Oh, come on. In dem Moment bleibt er stehen. Ich glaube das eigentlich gar nicht. Da vorne ist noch einer. Er ist nicht drin. What the fuck is he doing? Okay,
Okay, jetzt dürfen wir halt nicht dumm spielen. Das Traurige daran. Oh, er trifft mich. Alles klar, Mann. Weiß nicht, ob jetzt hier irgendwo einer hoch ist oder so, ne? Du bist halt absolut nicht drin. Oh, okay. Holla, die Waldfee. Gib mir bitte das hier. Dachte ich mir doch. Jawohl, nee, warte. Ist der noch da? Da ist noch einer. Ich kann ihn nicht treffen. Okay, er hat anscheinend einen Sniper, sonst wird er natürlich nicht so zielen. Okay. Get wrecked. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Da ist zwar ein Port of Ford, aber ich... Nee, Mann. Port of Ford ist nicht gut. Also nicht für mich. Ich finde es nicht gut, sage ich euch ganz ehrlich. Nehme ich nicht mit. Aber ich will gerade eigentlich eine geile Runde einfach haben, so. Hey, der mein Zwerg. Okay, ich habe 2 Jump Pads, also mache ich mir eigentlich wenig Sorgen darum. Hat er irgendwas Wichtiges für mich? Na, ja, gut, Baumaterial, ne? Ich weiß nicht, wie viel er hatte, aber Baumaterial bräuchte ich halt schon auf jeden Fall. Er hatte sehr wenig Baumaterial. Verdammt nochmal. Keine Ahnung, ich kann Port of Ford gerade nicht mehr mitnehmen, weil ich den einfach, ich finde das nicht mehr sinnvoll. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt probiert und meh. Ist einfach meh. Ich kann, meiner Meinung nach, kann ich einfach besser bauen als ein Port of Ford. Der Typ, Alter. Dass Leute immer sowas machen. Krass, dass wir immer noch keinen Granatwerfer haben oder so. Ich würde schon gerne einen haben, muss ich sagen. Das ist ein Port of Ford drinnen. Das sieht absolut lustig aus. Gott, dieser Typ da. Was ist das? Piekt der auch mal, oder? Das war knapp, Mann. Das war knapp. Wie habe ich den gerade nicht erwischt? I don't get it, man. Gesniped haben wir dem. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich einen Raketenwerfer mitnehme, damit ich den Typen da einfach rauskriege. Aus seinem komischen, ekelhaften, viel zu hohen Fort. Also was ist halt, ne? Ist halt immer anstrengend sonst. Wir spielen trotzdem ohne Raketenwerfer weiter. Because I can, because I want to. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug kleine Schildtränke, das kann ich euch sagen. Oh Gott, ich hätte so gern einen Granatwerfer, sagen wir es mal so. Der ist halt vor allem auch noch immer drin. Zaubungs extra mit der Shotgun. Manchmal ist es ganz lustig, noobig zu wirken. Der Typ, ey. Ist halt eine effektive Taktik, ne? Also, ich kann jetzt auf Anhieb da wenig dran machen, außer du hast halt etwas wirklich dagegen. Ach da. Okay. Oh, jetzt bin ich zwischen zwei. Okay.
Das musste sein. Der war geil, Mann. Er hat mich ja gar nicht gehört. War gut. Und der Typ baut sich schon wieder so eine... Das ist ja krass, ne? Das ist wirklich... Das ist seine Taktik. Ich habe leider immer noch nichts dagegen. Ja, ich hätte einen Raketenwerfer haben können, ich weiß. Dann wäre seine Taktik wäre halt instant absolut nutzlos. Hätte ich einen Raketenwerfer. Ja. Oh Gott. Gott. Oh, das sind zwei. Okay. Ihr Bitch. Das habt ihr von euren hohen Bauten. Exakt, nämlich nichts. Nichts. ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade gegengeschossen habe. Habe ich? Weil war schon ganz gut gezielt eigentlich so. I don't know. Kurz mal nachladen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Rest ist von denen. Warum kann ich hier nicht bauen? Ah, da war unter mir war nichts. Hey, Buddy. Wie hören die mich nicht? What? Junge, ich bin hinter dem gelandet. Wie hat er mich nicht gehört? Ich glaub das gar nicht. Okay, einer noch übrig. Noch drei Jump Pads. Okay. Wo ist denn jetzt der Typ hier? Ist wieder so ein kleiner Verstecker. Machen wir was Lustiges vielleicht draus. Je nachdem. Ob wir sowas abkriegen. Hauptsache, ich hab dir nicht 200 Schaden gemacht in den Kopf, ne? Muss man auch mal sich vorstellen. Was ist da bitte gerade runtergefallen? Da ist irgendwas runtergefallen. Irgendwas Goldenes. Ich muss gleich gucken, was das ist. Alter, geiles Spiel, Mann. Das war eine heftige Runde. Ein Granatwerfer. Jetzt finde ich einen, ne? Wo zum Henker ist der? Er hat den Granatwerfer genommen. Er ist ein Busch. Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Oh mein Gott, er hat wirklich nach oben die Granaten geschossen und die sind genau auf ihn zurückgefallen. Ich komme nicht drauf klar, ne? Oh mein Gott. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hat eine Menge Spaß gemacht. Alter Schwede, der letzte Kill gerade. Ich verabschiede mich und wir sehen uns demnächst im Kino. Oder so. Hm.